Rheingauer Brettspieltreff, weil analoges Spielen Spaß macht. Hallo Brettspielfreunde. Heute stelle ich euch das Brettspiel Pioneers vor von Green Games. Ein Spiel für 2 bis 4 Mitspieler ab 8 Jahren. Bei Pioneers sind wir in Amerika, im sogenannten Wilden Westen. Die Neuankömmlinge versuchen, ihre Pioniere auf das ganze Land zu verteilen. Wir haben verschiedene Arten von Pionieren, die in Form von Plättchen hier auf diesem Spielfeld verteilt worden sind. Zu Beginn des Spiels bekommt jeder eine Startkutsche, auf der alle 5 Pioniersarten vertreten sind, und er stellt einen Pionierstein auf jedes Feld. Das Ziel des Spiels ist es, diese Pioniere auf den Kutschen auf das Spielfeld zu verteilen, weil man, sobald eine Kutsche leer geworden ist, die dementsprechenden Siegpunkte bekommt. Hier zum Beispiel sind es 7, da sind allerdings auch nur 3 Pioniere drauf. Diese, sobald die Kutsche also leer ist, bekommt man die dementsprechenden Siegpunkte und zieht die hier auf der Siegpunktleiste entlang. Gleichzeitig wird diese Kutsche dann weggeräumt, zur Seite gelegt, und man bekommt dafür dann noch ein Geld. Weiterhin, außer der Startkutsche, bekommt jeder 15 Pioniere in seiner Spielfarbe und 15 Straßen in seiner Spielfarbe. Zu Spielbeginn auch noch 4 Geld und einen Einkaufsmarker in seiner Farbe. Das Spieltableau, das jeder bekommen hat, zeigt die verschiedenen Züge, die man in seinem Zug machen kann. Wenn man an der Reihe ist, beginnt man zuerst, indem man sein Einkommen generiert. In jeder Runde bekommt man 3 Geld. Hat man einen Bankier mittlerweile sich besorgt, kommt er hier hin, und man bekommt zusätzlich noch ein Geld. Hat man einen zweiten Bankier, bekommt man sogar noch 2 Geld, sodass man also insgesamt dann 5 Geld hat. Das war das Einkommen. Dann kommt die Einkaufsphase, in der man jetzt sich überlegt, mit seinem Einkaufsplättchen entweder eine Straße zu kaufen, die dann auch verlegt wird für 2 Geld, 2 Straßen oder 2 Straßen für 5 Geld. Dann legt man einfach dementsprechend das Plättchen hier hin. Oder man möchte eine der ausliegenden Kutschen kaufen, die dann dementsprechend 1, 2, 3 oder 4 Geld kosten. Kauft man eine Kutsche, zum Beispiel diese hier, muss man also 2 Geld bezahlen, und man würde dann die Kutschen dementsprechend weiterziehen und mit einer neuen Kutsche dann auffüllen. Bei der Gelegenheit kann ich gleich das Spielende erklären. Spielende ist, wenn
der Nachziehstapel für Kutschen leer ist, man also keine Kutsche mehr nachziehen kann, oder wenn jemand es geschafft hat, alle seine 15 Straßen zu verbauen. Dann wird die Runde noch zu Ende gespielt und es kommt nochmal zu einer Endwertung. Ja, ich war bei der Einkaufsphase. Man hat, wie gesagt, nur ein Einkaufsplättchen und auch hier gibt es zwei Felder, die einem helfen, noch mehr einkaufen zu können, nämlich diese Art von Pionier. Besitzt man so ein Plättchen, darf man dieses auch noch zusätzlich verwenden, um einzukaufen. Besitzt man sogar zwei dieser lilanen Plättchen, darf man, also dürfte man, je nachdem, ob Geld vorhanden ist, bis zu drei Einkäufe erledigen. Hat man kein Geld oder möchte man halt nur eine Einkaufsaktion machen, dann darf man das. Man ist also nicht gezwungen, einen Einkauf zu tätigen. Man kann auch passen. Nach dem Einkauf kommt dann die Phase, in der wir jetzt dann unsere Pioniere versuchen zu bekommen. Und zwar versetzt man hier diese Postkutsche. Es gibt nur diese eine Postkutsche, das heißt, jeder, der an der Reihe ist, versetzt dementsprechend die Kutsche, die, wo sie halt gerade steht. Die Kosten für den Zug, für das Ziehen einer Kutsche, hängt davon ab, ob da schon Straßen vorhanden sind. Ist keine Straße vorhanden, kostet das ein Geld. Liegt eine Straße eines Mitspielers auf diesem Weg, dann muss man dieses eine Geld an den Mitspieler bezahlen. Hat zum Beispiel der blaue Spieler aber eine blaue Straße vorher gebaut, dann ist dieser Zug kostenlos. Wie weit darf ich ziehen? Da gibt es auch zwei Regeln. Ich darf auf keinen Fall über Felder ziehen, wo noch Pioniersplättchen liegen. Also würde ich jetzt ganz gerne zum Beispiel hier dieses Plättchen, was ein Hotel darstellen soll, hinziehen wollen, dann könnte ich das theoretisch tun, wenn da aber nicht hier diese Plättchen wären. Also müssen die vorher weggeräumt sein und es müssen hier Pioniere stehen. Und natürlich die dementsprechenden Straßen. Also bedeutet, ich muss mich also hier durchmanövrieren und immer erst die dementsprechenden Plättchen loswerden. Das heißt, in dem allerersten Zug kann ich also nur hier hinziehen oder kann der Spieler nur hier hinziehen oder dorthin ziehen. Dazu muss dann aber auch auf seiner Kutsche hier dieser blaue Pionier und der rote Pionier sein. Das ist ja beim Startspiel am Anfang der Fall. Das heißt, er nimmt sich hier diesen blauen Pionierstein und setzt dementsprechend den Pionier, der bei seiner Kutsche beim blauen Pionier ist, hier hin. Er darf dann auch die sofortige Aktion des Pioniers machen. In dem Fall ist jetzt hier blau. Der blaue Pionier darf sofort eine Straße beliebig irgendwo hinsetzen oder wenn er möchte, nehmen wir mal an, es hätte grün schon gebaut,
und Blau wäre an der Reihe gewesen, dann dürfte er jetzt hier auch noch seine zweite Straße nebendran bauen. Das darf man normalerweise nicht. Wenn schon eine Straße liegt, darf man nicht bauen. Aber mit diesem Blauen, mit dem Sergeant, darf man das also bauen. Er könnte aber auch hier diesen roten Pionier bauen. Der rote Pionier, der sogenannte Barkeeper, berechtigt von einem Pionier, der auf der eigenen Kutsche ist, wieder in den eigenen Vorrat zu legen. Das macht dann Sinn, wenn man im Laufe des Spiels feststellt, dass Pioniere einer Sorte schon sehr verbaut worden sind und ich eventuell diesen Pionier, diese Pioniersorte gar nicht mehr auf dem Spielfeld verteilen kann, dann würde ich ja auch die Kutsche nicht mehr leer bekommen. Also das würde man dann in diesem Fall dann nutzen, um diese Art von Pionier loszuwerden. Dann bleiben wir gerade bei den Pioniersarten. Das ist hier dieser Goldgräber, der berechtigt einem hier Goldnuggets zu nehmen, deren Rückseite 3 bis 5 Siegpunkte sind, die am Ende des Spiels dann noch dazugezählt werden. Dann gibt es noch den Farmer. Den würde man einsetzen, wenn man jetzt im Laufe des Spiels mehrere Kutschen hat, wo Farmer drauf sind. Das würde dann berechtigen, dass man praktisch mit einem Zug bis zu 3 Farmer von seinen Kutschen wegnehmen darf. Und das hat er den Vorteil, dass dann auch dementsprechend eine Kutsche geleert wird. Ja, und dann gibt es noch das Hotel. Wenn man das Hotel auf ein Hotelfeld zieht, dann stellt man dementsprechend einen Pionier hier hin, das ist ein Joker. Da kann man einen beliebigen von der Kutsche nehmen. Ist auch eine Möglichkeit, seine Kutsche loszuwerden und man bekommt dafür dann 3 Geld. Wenn man in seinem Zug jetzt zum Beispiel der blaue Mitspieler hier diesen blauen Pionier besiedelt hat, dann muss er seine Mitspieler fragen, ob jemand, und zwar derjenige, der als nächstes wird nacheinander gefragt, und dann darf ein Mitspieler, wenn er möchte, gegen Abgabe von 2 Geld an diesen Mitspieler auch einen blauen Mitspieler, den Sergeant, von seiner Kutsche wieder in seinen allgemeinen Vorrat geben. Das hat ja dann auch den Vorteil, eventuell, dass man dadurch eine leere Kutsche losgeworden ist. Ja, am Ende des Spiels, wenn die Runde noch zu Ende gespielt wurde, dann wird geschaut, wie viele Plätze es eventuell noch, leere Plätze noch auf den Kutschen gibt. Dafür würde man dann noch einen Siegpunkt bekommen. Dann bekommt man noch Siegpunkte für die gesammelten Goldnuggets. Und es wird für jeden Spieler geschaut, wie groß denn sein Straßennetz ist, beziehungsweise wie viele Pioniere in diesem Straßennetz verbunden wurden. Und man würde dann noch für jeden Pionier, der da verbunden ist, nochmal 2 Siegpunkte bekommen. Der Spieler,
der danach die meisten Siegpunkte auf der Siegpunktleiste hat, hat dann das Spiel gewonnen. So, damit der Spielmechanismus jetzt etwas klarer wird, werde ich jetzt ein paar Runden spielen. Der blaue Mitspieler ist Startspieler und beginnt seine Runde, indem er sich das Einkommen nimmt. Jeder bekommt ja zu Beginn seines Zuges 3 Geld. Okay, dann als nächstes kann er jetzt einkaufen gehen. Er macht hier diesen Zug mit 2 Straßen für 5 Geld. Er möchte hier in diese Richtung gehen. Die Straßen müssen nicht unbedingt zusammenhängend gebaut werden. Er wird jetzt mal hier, weil er in diese Richtung gerne. Nein, er geht mal in die Richtung. So, dann kommt die dritte Phase seines Zuges, das Ziehen der Postkutsche. Er hat ja hier gebaut, er braucht also nichts zu bezahlen, kriegt hier, darf hier den Sergeant-Pionier bauen, den hat er ja auf seiner Startkutsche und dadurch darf er die Aktion ausführen, nämlich entweder nochmal eine Straße bauen oder eine Straße bauen zusätzlich, wo schon eventuell eine Straße eines Mitspielers liegt. Das haben wir ja hier noch nicht, also wird er jetzt hier das mal diese Gelegenheit nutzen und diese Straße bauen. Damit ist der Zug des blauen Spielers vorbei und der grüne Spieler ist an der Reihe. Der grüne Spieler überlegt sich jetzt, was er am besten macht. Also er nimmt sich natürlich auch das Einkommen von 3 Geld und baut jetzt seinerseits, ja, er macht auch hier diese Aktion für 5 Geld 2 Straßen. Und wird jetzt hier das mal so bauen. Dann kommt seine dritte Aktion, indem er jetzt mit der Postkutsche fährt. Er fährt jetzt hier hin ja, das könnte er machen. Also er hat ja jetzt hier diese 2 Straßen selber gebaut. Das kostet ihn ja nichts. Wenn er, er kann hier natürlich nicht hinziehen, weil wir ja
in der Regel gesagt haben, man darf nicht über Plättchen ziehen, wo noch über Städte ziehen, wo noch Pionierplättchen sind. Also muss er jetzt erstmal hier seinen Zug beenden, den grünen Pionier hier absetzen und die Eigenschaft des Farmers, dass er noch weitere Farmer von seinen Kutschen mit auf das Startfeld er dürfte jetzt also noch zwei weitere Farmer von seiner Kutsche auf das Stadtfeld und seinen Kutschen ziehen, aber hat er ja nicht. Das verfällt also jetzt momentan und kann also jetzt nichts weitermachen. Das ist jetzt der Zug von Grün gewesen, jetzt ist wieder Blau an der Reihe. Blau kriegt wieder drei Geld als Einkommen und überlegt sich jetzt, ob was er jetzt macht. Straßen hat er eigentlich genügend gebaut. Er kauft jetzt hier mal eine neue Kutsche. Dafür muss er ein Geld bezahlen. Ja, da zahlt er ein Geld, legt diese Kutsche vor sich hin und bestückt jetzt diese Kutsche mit den drei Pionieren gleich mit seinen Steinchen. Er hat also jetzt hier einen Barkeeper, einen Farmer und einen Bankier, den er jetzt dann auf dem Spielbrett dann verteilen könnte. Das war seine zweite Zugmöglichkeit. Jetzt wird die Postkutsche bewegt und er wollte ja sowieso in diese Richtung. Das heißt, er braucht ja nichts zu bezahlen, weil er ja hier diese Straße selbst gebaut hat. Er muss jetzt die Händlerin hier hinstellen, die hat er noch auf seiner eigenen Kutsche, Startkutsche. Und im Gegensatz zu den anderen Plättchen, die vom Brett kommen wird, darf er jetzt hier dieses Plättchen auf sein Tableau setzen und ab sofort hat er jetzt zwei Einkaufsmöglichkeiten. Ja, das war der Zug von Spieler Blau, jetzt ist wieder Grün an der Reihe, wieder drei Einkommen. Der Spieler Grün überlegt sich, ja, er wird dem Spieler Blau die Gelegenheit nicht geben, sich so ein Bankiersplättchen zu holen. Das möchte er gerne selber. Aus diesem Grunde zahlt er jetzt an Blau ein Geld, damit er seine Straße benutzen kann. Und am Ende habe ich jetzt einen über. So, Spieler Grün ist an der Reihe, er holt sich sein Einkommen und überlegt sich jetzt, was er als, ob er einkaufen geht. Ja, er wird hier für zwei Geld mal eine Straße bauen und zwar
mal hier hin. So, jetzt bewegt er die Postkutsche und er möchte jetzt nicht, dass Blau den Bankierspionier los wird und damit ja eventuell sein Einkommen erhöht. Das macht er lieber selber, deswegen zahlt er jetzt an Blau ein Geld für die Nutzung seiner Straße, geht hier auf das Feld, nimmt den Bankierspionier hier von seiner Startkutsche, setzt ihn hier hin und darf jetzt dieses Bankierplättchen hier auf sein Spielertableau setzen und kriegt dann ab sofort dann statt 3, 4 Geld. Das war der Zug von Spieler Grün, jetzt kommt wieder Blau dran. Blau kriegt 3 Geld und darf jetzt aufgrund der Händlerin 2-mal einkaufen. Postkutsche steht hier. Er gibt 2 Geld aus für eine Straße zu bauen. Setzt die mal hier hin. Und nochmal 5 Geld aus von der Händlerin, um auch nochmal 2 Straßen zu bauen, um hier und hierhin zu setzen. Gut, das war die Einkaufsphase. Jetzt zieht er mit der Postkutsche. Er geht kostenlos hier über diese Straße. Er hat einen Goldgräber-Pionier. Den setzt er von seiner Startkutsche hier drauf und darf sich hier ein Goldnugget nehmen, um am Ende des Spiels dementsprechend Siegpunkte zu bekommen. Ja, das ist der Zug von Spieler Blau. Spieler Grün kommt an die Reihe. Er hat ja einen Bankierspionier hier auf seinem Spielertableau. Das heißt, er gibt jetzt also 4 Einkommen. Einkaufen. Er macht diesmal nur eine Straße und setzt die mal hier hin. Ja, das Bewegen der Postkutsche ist für ihn jetzt etwas schwierig, weil Spieler Blau da 3 Richtungen verbaut hat, was Geld kostet für den Mitspieler. Er wird also hier kostenlose Fahrt hier nehmen auf das Hotel. Darf jetzt einen beliebigen Pionier hier draufstellen. Dann nimmt er mal hier den Barkeeper. Das kommt vom Spielbrett und kriegt dafür 3 Geld.
Ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht dran gedacht, fällt mir gerade ein. Ich habe jetzt im Zweierspiel nicht dran gedacht, dass man also jetzt da den anderen noch fragen muss. Ich hätte also jetzt die ganze Zeit meinen, den anderen Mitspieler fragen müssen, möchte derjenige auch noch diesen Pionier, der verbaut wurde, auch noch von der Kutsche loswerden. Das war aber jetzt, soweit ich mich erinnere, auch nicht unbedingt relevant. Da muss ich jetzt in Zukunft dran denken. Ja, das ist das Zugende von Grün und jetzt ist wieder Blau an der Reihe. Blau Spieler holt sein Einkommen, überlegt sich, ob er einkaufen gehen möchte. Er baut diesmal keine Straße, sondern er geht gleich über zum Versetzen der Postkutsche, gibt dem grünen Spieler ein Geld, um seine Straße zu benutzen. Er darf jetzt einen weiteren Zug machen, weil er ja hier weil er kein Pioniersplättchen mehr ist. Er könnte jetzt theoretisch von hier aus hier hinziehen. Er dürfte Zahlen von Geld auch hierhin, aber das könnte er sowieso. Er könnte jetzt auch noch weiterziehen über hier, 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 wenn er jetzt da einen Sinn drin sehen würde. Aber er möchte natürlich hier kostenlos auf dieses Bankiersplättchen, Pionierplättchen, um seinen Bankpionier von der Startkutsche loszuwerden und natürlich auch um ab der nächsten Runde mehr Einkommen zu haben. Ja, das war Zug vom Spieler Blau. Jetzt kommt wieder Grün. Er hätte jetzt Blau fragen müssen, ob er auch ein Bankiersplättchen loswerden möchte, aber das ist in dem Fall ja nicht möglich, weil er hat kein Bankpionier auf seiner Kutsche. So, jetzt kommt Grün an der Reihe. Wieder 4 Geld, weil er ja ein Bankpionier hat. Er geht einkaufen und zwar eine neue Kutsche. Er hat ja genügend Geld und da kauft er sich für 4 Geld hier hinten diese Kutsche. Da kommen dann die dementsprechenden Pioniere drauf und eine neue Kutsche wird aufgedeckt. So, dann Postkutsche versetzen. Ja, er zahlt ein Geld hier für diese Straße und versetzt hier dieses Plättchen. Er hat ja jetzt durch den Kauf der neuen Kutsche wieder einen Bankier, Pionier auf seiner Kutsche, den kann er hier hinsetzen und bekommt damit ab sofort wieder noch ein Geld. So, ja, das war wieder grün. Jetzt machen wir noch eine letzte Runde. Ich glaube, dann ist der Spielmechanismus ganz gut erklärt.
Spieler Blau kriegt diesmal 4 Geld. Und verbaut hier, ja, er hat genügend Geld für 5 Geld. 2 Straßen, die er hierhin und hierhin setzt. Dann fährt er mit der Postkutsche, macht einen kostenlosen Ich wollte eigentlich hierhin, stelle aber gerade fest, dass ich gar kein Goldgräberpionier habe. Das heißt, ich darf diesen Zug hier gar nicht machen. Das bedeutet, ich fahre hier wieder zurück. Das darf ich ja jetzt, weil hier keine Goldgräber, keine Pioniersplättchen mehr liegen. Das kostet mich auch nichts und gehe mal hier hin, um hier in dieses Hotel. Da darf ich ja jetzt einen beliebigen Pionier von einer meiner Kutschen wegnehmen. Das mache ich nämlich hier. Ich nehme hier diesen Farmer hier weg und habe jetzt die Startkutsche geleert, bekomme dafür 12 Siegpunkte, drehe die Postkutsche rum und bekomme dafür auch noch ein Geld. Jetzt kommt noch, das war der Zug von Spieler Blau, jetzt kommt Spieler Grün. Wieder Start, wieder Einkommen, in dem Fall jetzt 5 Geld. Und er überlegt sich jetzt, er wird aber seine Startkutsche noch nicht loswerden. Doch, er versucht zumindest die Postkutsche zu leeren. Und zwar gibt er ihr 5 Geld aus. Das hat er ja als Einkommen bekommen. Und darf jetzt 2 Straßen bauen. Und zwar einmal hier und einmal hier. Dann kann er hier kostenlos mit der Postkutsche hier zur Händlerin. Er hat noch einen Händlerpionier. Darf hier hinsetzen und jetzt darf ich ab sofort 2 Einkaufsaktionen machen. Ja, das ist, das war jetzt ein paar Runden das Spiel Pioneers. Es würde jetzt, wie gesagt, schon weiter so lange gespielt werden und gesetzt werden, bis man entweder hier keine Postkutschen mehr nachziehen kann oder bis jemand seine Straßen verbaut hat. Dann kommt es noch zu dieser Endwertung und wer dann am Ende des Spiels die meisten Siegpunkte auf der Siegpunktleiste hat, hat das Spiel gewonnen. Ja, das war oder ist Pioneers, ein Spiel von Queen Games aus dem Jahr 2017 für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren. Viel Spaß!